epische Musik. So, guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Portal 2. Und das ist jetzt eine kleine Testaufnahme. Und zwar nehmen wir jetzt die Aufnahme, zumindest die gesamte Sekunde auf. Das ist ja vor allem für mich jetzt gerade erstmal der Vorteil, dass ich kenne mich jetzt vor allem nicht so schnell, aber bei schnellen Spielen habe ich natürlich den Vorteil, dass ich mal für einen Second Fall den Spielen auch habe. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. So, also folgendes. Ich hatte ganz viel erst möglich mit den 50 Frames per Sekunde, weil ich jetzt auf einem Rating-System aufnehme und sprich zwei Festplatten mit Scribes, sprich, dass ich gleichzeitig auf beiden Festplatten spiele. Ein Teil da, ein Teil da, da habe ich so Schreiben in diese Warten. Und, ja, ich soll das jetzt auch nicht gering. Aber schauen wir mal, was jetzt läuft. Ich habe keinen Haker oder so. Was war das denn? Das war gar nichts! Nichts! Der von ihm besetzte Körper, meiner, besitzt eine integrierte Testeuphorie. Mit der Zeit wird man ihr gegenüber unempfindlich und es wird etwas unerträglich. Doch mit mentaler Stärke hält man es aus. Mir war es egal. Mein Motiv war die Wissenschaft. Er aber... Wenn ihr nicht in eine Lösungseuphorie verfällt, sieht es schlecht aus. Ja, das
kümmere dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Primatenhirn, ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Bist du wirklich absolut sicher, dass du das richtig machst? Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Nein, nein, das war die Lösung. Ach, ich verpasse alles. Ich habe da eine Idee. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses Tests auf. Dann sehe ich es mir 10-mal gleichzeitig an und erhöhe so den wissenschaftlichen Effekt. Natürlich musst du ihn dafür auch 10-mal so schnell lösen. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Ich will für die Aufzeichnung nichts verpassen.
Spiel.